Ihr Lieben, auch wenn ich gerade einen Subvoting-Vorschlag für euch abgedreht habe, stehen schon 8 Bücher auf meinem Wantread. Ein paar, ach, es wird einfach super. Der September wird einfach super. Das erste Büchlein kam gestern bei mir an. Es ist so unfassbar schön. Kryptos von Ursula Poznanski. Und hier geht es um eine Weltendesignerin, soweit ich weiß. Genau, Diana. Und sie hat ein idyllisches Fischerdorf designt. Und ich finde dieses ganze Thema ja total cool mit diesen designten Realitäten. Unter anderem kann ich nur empfehlen White Maze von June Perry. Genial. Und obwohl das sicherlich anders aufgebaut sein wird, aber dieses ganze Thema ist einfach so cool. Und soweit ich weiß, gibt es hier wohl einen Mord und sie, Diana, muss das herausfinden, weil sie kennt ihre designte Welt. Ich habe mir das natürlich so ein bisschen wie mit einer Brille und einer alternativen Realität vorgestellt. Allerdings, wenn hier tatsächlich ein Mord passiert und also Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es sich löst. Aber das letzte Buch von Ursula Poznanski, das ich gelesen habe, war Erebos 2. Ich bin am Überlegen, ob ich das auch nochmal lese. Total genial. Erebos 1 hätte ich auch Lust, zum dritten Mal zu lesen. Ich denke, es wird ein Thriller. Es wird ein bisschen Sci-Fi sein. Und ich glaube, das wird cool. Ich freue mich. Rätsel-Exemplar vom Löwe Verlag. Ebenfalls ein Rätsel-Exemplar vom Bloggerportal. Ich habe angefragt, blutige Nachrichten von Stephen King. Und ich habe es auch bekommen. Ich bin total happy. Ich bin jedes Mal happy, wenn das so funktioniert, weil ich immer denke, ach, ich werde bestimmt die Bücher nicht zugeschickt bekommen, weil so groß ist mein Kanal nicht und so weiter und so fort. Und ich denke mir dann immer, yay, ich habe euch auch lieb, ich habe das Buch bekommen und ich lese es total gerne und ich freue mich. ich bin ein bisschen hyped zur Zeit. Wir fangen, heute ist Sonntag, der 30. Am 1. am Dienstag fangen wir in der Leserunde an mit diesem Büchlein. Es gibt hier Geschichten und die längste davon heißblutige Nachrichten und spielt in der Zukunft von dem Outsider. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, kann ich nur empfehlen. Ist nicht so, wie man denkt. Ich dachte, es geht um einen Kinderschänder und es war anders. Es war alles ganz anders. Es war super. Es war ein Thriller. Es war ein Ermittler-Thriller. Ich habe mich fast ein bisschen an CSI erinnert gefühlt. Es war cool. Es war cool. Ebenfalls noch eine kleine Subleiche vom Bloggerportal. Love, Sugar, Magic ist der zweite Teil, was ich damals nicht wusste, als ich das angefragt habe, weil das beim Bloggerportal immer nicht da steht. Hilfe, die Geister sind los. Und fand ich total niedlich. Vor allem, ich hatte eine ähnliche Geschichte. Ich schreibe ja auch gerade Kinderbücher. Idee. Und ich habe das damals angefragt, weil ich dachte, oh, nicht, dass das in die ähnliche Richtung. Ich möchte nichts darüber verraten, aber. Und ich habe jetzt schon mal reingelesen und ich denke mir, das ist vollkommen unterschiedlich von der Idee, die ich hatte. Aber ich finde die Idee auch total niedlich. Wir haben ja diese Backhexe, eine Brucha. Und das ist alles so ein bisschen lateinamerikanisch aufgezogen mit der Mama. Und ja, nur dass hier halt mit leckeren Schmackofatzbäckereien gezaubert wird und hier tauchen überall Geister auf. Und da braucht die Hexe, wie hieß sie? Die Leo braucht dann die Hilfe von ihrer besten Freundin. Aber ihre beste Freundin, die darf ihr wohl nicht mehr helfen. Also irgendwas ist da im ersten Band passiert, was ich leider nicht weiß. Aber ich möchte es unbedingt lesen. Außerdem passt es jetzt auch so ein bisschen in die Herbstzeit. Passend zum Herbst, eigentlich besser zu Oktober, aber ich will das Buch nicht noch länger schieben. Ich habe es nämlich jetzt im August leider nicht geschafft. Entkomme den Hexen von Salem. Ein Escape Quest. Und ich finde die Escape Bücher von Ullmann Mädchen, die sind immer so richtig geil aufgebaut. Und es wird endlich Zeit, dass ich da mal eine ruhige Minute finde. Und hatte ich irgendwie. Na gut, ich hätte es zum Lesemarathon lesen können, aber alle Lesemarathons, die ich jetzt in den Sommerferien gemacht habe, sind völlig anders gelaufen, als ich geplant hatte. Und dementsprechend werde ich mir demnächst mal ein bisschen Zeit nehmen. Ja, ist immer ganz gut, wenn man das Buch an einem Tag spielt, da muss man dann nicht nochmal reinkommen in die Spielweise und so. Deswegen, jo, wird cool. Und das letzte physische Buch ist etwas schwerer. Percy Jackson. Diebe im Olymp. Habe ich günstig gebraucht geschossen. Und
ist quasi eine illustrierte Schmuckausgabe, so wie die von Harry Potter, nur dass es von Percy Jackson erst den ersten Band gibt. Ich hoffe, sie machen irgendwann noch mehr. Ich finde die unglaublich hübsch. Und ja, es wird mal wieder Zeit. Also von Rick Riordan muss ich mehr lesen. Ich habe ja jetzt im August gesuchtet den ersten Band der Kang-Chroniken. Und ich muss unbedingt mit den Kang-Chroniken weitermachen. Und ich möchte aber Percy Jackson nochmal lesen, weil ich nämlich die Reihe niemals abgeschlossen habe. Dann habe ich noch drei Rätsel-Exemplare. Ja, sind alles von NetGalley. Habe ich als E-Book. Zum einen von Arno Strobel, die App. Ich war ja vom letzten Strobel wahnsinnig enttäuscht. Wie hieß denn das Ding? Offline. Offline war absolut mega grottenschlecht. Und dachte mir aber, die App, die klickt wieder so gut. Und ich dachte mir, du fragst es einfach an. Und wenn du es nicht kriegst, dann kriegst du es nicht. Und wenn du es kriegst, dann kannst du gucken. Und ich habe, glaube ich, schon die ersten 20% gelesen. Das ging relativ fix. Und ich glaube, das wird cool. Wir haben da einen Chirurgen, der möchte demnächst heiraten und freut sich mit seiner Frau, wird zu einem nächtlichen Einsatz, Not-OP gerufen. Und als er wiederkommt, ist seine Frau verschwunden. Und der Koffer ist weg. So, und die Polizei sagt, ja, naja, die ist halt hier, die hat halt ihre Koffer gepackt und ist abgehauen und hat ihn verlassen. Und er kann das nicht glauben. Und er nimmt dann, postet das, weil er denkt, die ist nicht selbst gegangen, denn sie hat die falsche Zahnbürste mitgenommen. Und das würde sie höchstwahrscheinlich nicht tun, wenn sie freiwillig geht. Und das hat er gepostet bei Facebook. Und dann meldet sich jemand und sagt, aha, jemand verschwunden, die Polizei glaubt nicht, der Koffer ist weg. Und er sagt, hey, woher weißt du das? Und stellt sich heraus, dass das noch jemand anderem so passiert ist. Ich glaube, das wird ein cooler Thriller. Und ab und zu hat man immer mal so Einschübe, wo ein blutiger Chirurg-Massenmörder jemanden gefangen nimmt. Und mehr möchte ich eigentlich nicht sagen. Ich habe schon einige Theorien. Ich finde auf jeden Fall, bis jetzt ist es super spannend und deswegen habe ich gesagt, kommt auf jeden Fall auf Sworn to Read, wird gelesen. Und dann habe ich noch ein ganz, ganz süßes Buch, nämlich Brombeerfuchs. Da habe ich mich in das Cover verliebt, schon vor Monaten. Und manchmal kann man sich bei NetGalley ein Buch wünschen. Und ja, sie haben es dann quasi zur Rezensionsanfrage rausgegeben und haben es mir zugesendet oder ich habe den Zuschlag bekommen irgendwie. Dort stand, sie haben ausgelost. Who knows? Ich habe es auf jeden Fall gekriegt und das Cover ist absolut schön. Und das soll so eine Art Gestaltwandlergeschichte für Kinder sein. Und da werden Sommerferien gemacht in Wales, wo halt auch so ein bisschen Berge und Wälder sind. Und dort hinter einer überwucherten Brombeerhecke ist wohl eine Tür zu einer anderen Welt. Wer jetzt auch an die eine oder andere Geschichte denkt, jo, ich auch. Aber klingt süß, das Cover ist schön und dort soll es wohl einen Typen geben, der was mit dieser Fuchsgestalt zu tun hat und für ihn ist es die einzige Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich muss er in die andere Welt. Allerdings gibt es dort auch viele Gefahren für die zwei Kinder. Ich denke wirklich, das ist niedlich. Und das Cover ist so hübsch. Es ist wirklich ein Coverkauf, ein Cover-Rezensions-Exemplar-Anfrage, die auch niedlich klingt, mit dem Brombeerfuchs, beziehungsweise mit dem Fuchsgestaltwandler. Ich mag Füchse. Und das letzte Buch ist ein New Adult Liebesroman. Ja, hat keiner erwartet, aber ab und zu lese ich die auch. Und zwar Hate You Much, Love You More. Dort geht es um Caleb und Zoe. Das Büchlein habe ich gestern auch schon angefangen und ich glaube auch schon das erste, vierte etwa gelesen. Es ist der zweite Band einer Reihe. Also im ersten Band geht es um ein anderes Pärchen. Und im ersten Band geht es um die Mitbewohnerin, die jetzt, ich glaube Delia, die jetzt auszieht und die Zoe braucht entsprechend einen Mitbewohner. Und es meldet sich der Caleb, der aber der Ex-Freund von der Delia ist, weswegen Zoe sagt, da kann ich bei mir einziehen. Und dann stellt sie auch noch fest, dass sie ihn heiß findet und sie sagt, da kann ich bei mir einziehen, aber er zieht natürlich ein. Boom. Dort bin ich auf jeden Fall schon. Es knistert gewaltig zwischen den beiden und Caleb hat irgendein Geheimnis, was er nicht verraten möchte, was sicherlich noch zu jeder Menge Problemen führt. Eventuell.
Aber ich finde es erstaunlich, dass die Anziehungskraft schon ab 10% des Buches so groß war, dass ich mir dachte, was soll jetzt die anderen 90% in diesem Buch passieren? Muss ich unbedingt herausfinden. Deswegen ist es das 8. Buch auf meiner Liste. Ich habe zu tun. Und dann habe ich ja noch zur Auswahl gestellt, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich die Videos hochlade, mein Subvoting. Ich habe hier diese wunderschönen drei Bücher, die ich alle cool finde. Und ich bin gespannt, was ihr für mich auswählt. So, das war mein Want-to-Read. Ich habe zu tun. Wir haben jetzt den 30. August. Ich bin irgendwie immer noch auf Juli. Wir haben jetzt den 31. August. Den 30. Oh, Himmelswillen, heute ist Sonntag. Morgen ist der 31. Morgen ist der erste Schultag in Sachsen. Ich muss heute noch ein bisschen lesen, weil ich habe noch zwei angefangene Bücher, die ich gerne im August noch beenden möchte. Cooler Lesemonat. Das auf jeden Fall kann ich schon mal spoilern. Der Monatsrückblick wird wahrscheinlich erst ein bisschen später online kommen. Jo. Das war's erstmal von mir. Ich bin gespannt, was ihr im September lesen möchtet. Und jo, vielleicht kennt ihr ja schon das eine oder andere Buch, was ich euch jetzt vorgestellt habe. Über den Brombeerfuchs und die App von Arno Strobel darf ich, glaube ich, erst ab dem 23. September etwas sagen. Über die könnt ihr mir also höchstwahrscheinlich noch nichts erzählen, aber über die anderen Bücher, wenn ihr was davon gelesen habt, gerne hat damit. Und vor allem zu Ursula Poznanski. Wer die Poznanski schon gelesen hat, gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt über eure Eindrücke. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!